Servus Leute, mein Name ist Paul Unterredner und willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal aus Barcelona. Der Camper ist weg, wir haben es in der Unterkunft geschafft, sogar mit ganz guter Aussicht. Sind auch hier ziemlich im Zentrum gelandet. Ich wage es jetzt nicht hier, mich so sehr auf den Balkon zu lehnen, aber man kann auf jeden Fall zufrieden sein. Hier haben wir eine kleine Terrasse und drinnen, ja, herrscht der Saustall, wie ihr es von uns gewohnt seid. Darum soll es aber heute nicht gehen, denn wir haben einen richtig geilen Special Guest, mit dem eine dicke Trainingssession aufgenommen wird, der absolut krank aussieht, den ich heute auch zum ersten Mal live sehe. Deshalb könnt ihr gespannt sein auf dieses Duo und wir ballern nämlich eine richtig geile Trainingseinheit raus. Ich denke, Brustrücken steht an. Ich habe jetzt in letzter Zeit hier, wo ich in Barcelona trainiert habe, mein Training ein bisschen umgestellt. Es ist nicht extrem anders, aber ich mache jetzt Brustrücken an einem Tag und Beine plus Schulter und Arme an einem anderen Tag, weil ich einfach meine Beine wieder mal aufteilen wollte und es gerade sehr, sehr viel Spaß macht. Immer diese langen Trainingseinheiten, wo ich danach dann auch Beine machen musste, waren fürs Mindset jetzt auch nicht immer geil. Davor habe ich es cool gefunden. Jetzt gerade ist einfach nicht so verpassend, deshalb habe ich es einfach ein bisschen umgeändert. Wie es da genau ausschaut, was ich alles mache, zeige ich euch dann natürlich auch gleich. Gestern wurde hier auf jeden Fall schon mal eine kleine Party gefeiert. Naja, das heißt dann auf jeden Fall irgendwann die nächsten Tage aufzuräumen. Aber wir haben nur ein Geschirrspültab bekommen für die Unterkunft hier, was für uns absolut zu wenig ist, wenn wir jeden Tag kochen. Deshalb glaube ich, werden wir immer drauf kacken und es einfach hier dreckig lassen und ein neues Geschirr. Oder wir holen uns Tabs und verwenden die dann halt auch in Wien. Das ist wahrscheinlich eher eine schlaue Variante. Ich habe mir übrigens wieder mal neue Trainingsschuhe gegönnt. Ich war am Anfang nicht so sicher, aber jetzt mittlerweile finde ich, denke ich, sehr, sehr fresh. Vor allem das Nice ist, die haben eine flache Sohle, auch wenn es vielleicht nicht ganz so aussieht. Aber die Sohle ist flach und somit perfekt, um zu squatten oder andere Übungen zu machen. Das ist im Training natürlich immer wichtig. Die anderen Schuhe, die ich hatte, wo sind sie? Die sind hier unten auf jeden Fall nicht so stabil und sehen auf jeden Fall schon ein bisschen mitgenommen. Also deswegen kann es nicht schaden, mal ein anderes Pärchen zu haben. Können wir das auch wieder froh, in der Wohnung zu sein? Ich habe auf die letzten Tage so gut wie jeden Tag Eis gegessen, auch wenn Camilla nicht der größte Fan davon ist. Ich finde das Eis hier, wirklich, das vegane Eis, brutal, von Snickers, Stracciatella, Schokolade, vielleicht gehen wir nachher auch nochmal. Mal schauen, aber jetzt gehen wir erstmal. Ich darf alleine trainieren. Nee, du darfst mit trainieren. Nee, ist doch komisch. Trainieren. Also machen wir eine Mini-Lift rein. Das kennen wir in Barcelona. Die Lifte hier sind immer monstermäßig. Ich habe einen richtig schönen Pickel, genau in der Mitte. Hier habe ich jetzt auch rausgeguckt. Ja, die Skincare-Routine wurde nicht mehr durchgezogen hier. Die haben wir gestern Asterix gegessen. Ich schwöre euch, das ist mein neues, so gut wie Lieblingsessen, finde ich. Einfach eine geile Asterix-Bowl mit schönem Peanut Butter on top, bisschen Obst, gibt nichts Besseres. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Roller, weil in Barcelona muss man Roller fahren. Hier stehen überall solche Yego oder auch MQ von Seat. Oder wie ich sie benutze jetzt von Coltra, also Free Now. Rum zahlt man so 30 Cent pro Minute und kann überall damit hinfahren in Barcelona. Das ist sehr entspannt, mit Autoführerschein, ohne Motorradführerschein. Und deshalb hauen wir uns aufs Moped. Und so sieht das dann aus. Jetzt muss ich nur noch die Tasche übergeben an die Dame. Jetzt ist gut, so nehme ich mal das. Was hast du da drin? Wasserflaschen. Ich finde, der Look mit Moped-Helm ist so süß. So cute. Ja, wir sehen uns im Gym. Und da sind wir auch schon. Ich schwöre euch, das Licht hier ist wirklich Endlevel. Also wir haben ja schon mal vor 2 Jahren drin, ich glaube letztes Jahr nicht, aber hier mit dem Tageslicht von draußen, das ist absolut brutal. Camilla hat auch schon einen kleinen Schulterpump. Machen wir den Flex von vorhin. Die sagen alle weiß nicht. Da Camilla startet nicht bei Bikini, sondern wenn es für sie geht, muss Maskela. Yeah. Okay, passt. Mein Trainingspartner lässt leider auf sich warten. Jetzt schon eine gute Stunde. Also ich hoffe, dass der gleiche arrived, weil um 10 Uhr war eine verabredet, jetzt ist es 11 Uhr. Naja, Promis halt. Und da sind wir, Leute, am Ballern. Wir haben uns gerade auf für eine gute Brustrücken-Session. Ich hab Bock. Bin auf jeden Fall schon gut aufgewärmt vor. Ich habe extra 20 Minuten länger Laufband gemacht, damit wir hier gut reinstarten können. Ich glaube, Mikey ist pretty strong. Oh, are you usually strong in your chest workout? Yeah, boy, I'm alright. And like, it looks stronger than actually. It looks definitely strong, that's for sure. Jetzt nicht weiter mit Rücken, du bist Bescheid, Brustrücken im Superset. Hier geht es ein bisschen in Latzug. Die Form sieht auf jeden Fall sehr stabil aus. Ich mache das Ganze, wenn ich hier auf dem Boden knie, weil meine Arme ein bisschen länger sind und ich versuche die Ellbogen vorm Körper zu lassen, um mehr in den Lat zu treffen. Und macht das einfach Bock. Und da kann man auch ein bisschen mehr schwingen. Ich habe vorher schon zu Mike gesagt, das Gefühl, wenn der Vorderseite aufgepumpt ist und die Rückseite,
Man steht einfach die ganze Zeit so da. Das ist wirklich Endlevel geil. Often do you train a week right now? Usually? Probably five times. Five times. Usually 3 days and then on the fourth day rest and then repeat. Okay. So you still manage to go like at least 4 to 5 times to the gym? Yeah. But so I'm usually there just for 1 hour. It's like in, intense, short, 1 hour done. Okay. Nice. Da gibt es ein paar Maschinen, die ich sonst hier noch nie gesehen habe. Tatsächlich zum Beispiel. Hier ist die kleine Press, die machen wir jetzt ein bisschen. Die ballert sehr, sehr schön die untere Brust. Wie man hier sehen kann, knallt er auf jeden Fall gut rein. Die Brust kontrolliert geil. Man braucht doch gar nicht viel Gewicht, wir haben 60 Kilo pro Seite, 30 Kilo sogar. Ich habe vorher gerade bei 40, deswegen da braucht man nicht viel, das ballert richtig schön rein. Der Pump ist auch heute next level. Ist mal wieder geil, ein Trainingspartner zu haben, der einen pusht und dann macht das Bock. Man liegt hier ein bisschen weit hinten, aber es ist geil. Can you say, auf geht's, Euder? Auf geht's, Euder. Yes. Up. Yeah. Oof. Oh. It's like, let's go, buddy, in Austrian. Auf geht's, Euder. Yes. Chest feeling. Pump extremely, extremely pumpy. That high air is going in nicely. Up. Aber so muss das sein. Es fühlt sich echt nicht mehr so an, als würde man irgendwas machen, aber ein bisschen was macht man immer. Tasty. Ja, yeah. Lightning lecker. Is also pretty good. Lecker. Lecker. Lecker, lecker. Wir hauen jetzt noch 2,15 drauf. Dann kann ich auch loslegen. Jetzt machen wir nochmal T-Bar Rows. Nicht für Lat, nicht für Trapez, sondern eher so ein Mittelding. Weil wir jetzt eigentlich hier schon 2 Latübungen gemacht haben. Jetzt nochmal für letzten auch ein bisschen Trapez reinbringen wollen. Das Ellbogen auch nicht ganz nah am Körper, auch nicht ganz abgespreizt. Einfach so ein Mittelding. Up. Up. One. Heavy. Yes. It's heavy but nice. What do you think about my hair? Do you think it's too long? Does it look shit? It's always been that long though. No. I've recently grown it. And I'm planning on like growing a little bit more. And then let's see if I cut it off completely. What's everyone said so far? Do they like it? It's 50-50. Some say fucking cut the hair, others say looks good kind of. It's a phase, you gotta do it once. Yeah, exactly. I'm trying. It's like everyone's gotta shave their head at least once. That's true, and then also maybe get a hair transplant. Yeah, yeah. See about well, if you got any questions, you can always ask me. Wir sind jetzt durch mit Training. Ich dachte mir, er darf jetzt mal bei mir bewerten. Ihr seht jetzt, wie wir dann nebeneinander aussehen. Mike, by the way, you have a crazy physique. Thank you, bro. Folge ihm auch schon ein paar Jahre, also an der Stelle auch ein kleiner Fanboy-Moment für mich. Also, I've been following you for a few years, so like it's nice to see you in person and train with you. Now I want to know what you think of my physique. Wait, before I ask honest them, in your honest opinion, see me in real life, how does that compare to seeing me in pictures and videos? I would say it's like I imagined. Yeah. I thought you were small actually. Okay, that's so like taller than I thought. That's good. But you look very good. People say that, like, oh, you're taller than in real life. Yeah, like people tell that to me as well because they know I'm at 190, yeah. But in real life it's still something different to see you. So, yeah. Yeah, well, you said your chest was a weak point, but I believe that because your chest is massive. Yeah, I wouldn't say that's a weak point anymore. Legs. Wait, I need to stand back here to get
Legs maybe? Maybe a bit more just because yeah, you could be a bit better right now. Because your body's so big. No, your hamstrings are good. Yeah. Calves are right. Back. Your calves could be better as well. Yeah. Yeah, so you're like your shoulders and your arms are so yeah. big. It's just this. It's exactly. like me. Like my, the art of building the lower lat is a difficult That's one. That's true. Unfortunately, exactly. I need the disc gemacht. Maybe a bit more ridded. Ridded, yeah. That's what else I think. Okay. Apart from that, pretty damn good. I can also say the same about you. I muss sagen, sehr, I would say very well balanced physique too. Yeah, yeah. That's what I train for. Yeah. I keep forgetting actually you're vegan, so that's pretty damn impressive. Yeah. You've done that so far. Well, that's good. Maybe it's calling for a vegan takeover for you. Maybe. You do all cooking for me. Okay. So I just eat the food. Perfect. You just gotta have the best chef in the world. It's easy. Yeah. Yeah. Okay. Or you come to my restaurant soon, one day. In Austria. Maybe, yeah. We don't know when yet, but hopefully in the next 1 or 2 years. I'm guessing it's going to be vegan. Exactly. Okay. Well, thanks for the session. Worries, that was fun. Appreciate that. And enjoy your time here. Cheers, man. Gutes Training gewesen. Knackig, aber gut. Mike musste da ein bisschen weg. Da haben wir ein bisschen angezahlt. Naja, eine Stunde später kommen und dann früher gehen müssen. Ist schon okay. Camilla hat mich gerade auf was aufmerksam gemacht, was man in der Tasche sehen kann. Paul, wieso musst du es noch in der Kamera zeigen? Einfach hier Kamasutra Spielkarten. Dachte ich mir, nehme ich aus Nepal mit, damit wir ein bisschen spielen können. Also mit den Karten. Da hat sich der Mike auch gefreut wahrscheinlich. Gar nicht gedacht, was für Green. Wahrscheinlich hat er sich gefreut, ja, das weiß ich nicht. Na gut. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder zurück ins Apartment und ballern fette Mahlzeit. Die Camilla hat schon Hunger. Ich eigentlich gar nicht, aber Bock. Aus Stolz ist das Haferkuchen. Nein, das sind die hier, die ich heute da sehe. Ich glaube, es sind die. Oder dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Ich glaube, nein. Und das ist dann die Standardroutine nach dem Training. Dynasty habe ich dank Camilla entdeckt und wir sind jetzt schon bei Staffel 4. Das ist auf jeden Fall eine coole Serie, kann ich nur empfehlen. Und dazu gibt es eine gute Portion Essen. Ich habe auch gar nicht so Hunger, also habe ich nur schnell einen Toast gezaubert mit ein bisschen Tofu on top. Dazu Mango, Gemüse. Bei Camilla gibt es eine fette Portion Nudeln und Burger. Da werden Sie sicher. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie das Buffet beim Hotel. Was ich jetzt schon irgendwie geil an Barcelona finde, ist, dass man eigentlich so gut wie überall zu Fuß hinkommt, bis alles relativ nah ist. Man schafft eigentlich alles unter einer Stunde. Also wenn man gut zu Fuß ist, könnte man eigentlich in Barcelona nur zu Fuß auskommen, wenn man immer natürlich eine Stunde Zeit hat, irgendwo hinzulaufen. Weil da schafft man eigentlich die ganze Zeit die ganze Strecke. Ansonsten, ja, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ein Negativpunkt ist, dass man die ganze Zeit Wasser holen muss. Das muss ich nämlich jetzt auch, ein 8-Liter-Kanister, wenn man das Wasser aus der Leitung nicht so trinken sollte. Und auch ein paar andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Geschirrspültabs, weil die hier bei der Unterkunft irgendwie nur einen Geschirrspültab zur Verfügung gestellt haben. Genauso 2 Rollen Klopapier, mehr kriegen wir nicht. Da muss man auskommen. Nicht so optimal, wenn man jeden Tag kocht. Deswegen zeige ich euch mal hier den Supermarkt, der eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Und ich meine, hör dich das doch mal kurz an. Die Vögel zwitschern. Die Sonne scheint, der Himmel ist fucking blau. Ich denke, vielleicht in ein paar Jahren oder in den Wintermonaten lässt sich's hier definitiv aushalten. Mal sehen, was dann der Plan ist. Aber Barcelona finde ich schon wild. Wenn hier noch ein bisschen geileres Gym wäre, also es fehlt so ein Oldschool Bodybuilding Gym, was größer ist, dann wäre es ein Träumchen. Ansonsten ist es wirklich bombastisch. Born Prüher ist der Laden und jetzt fällt mir gerade erst auf, die haben hier einfach solche Sets, die man vorgefertigt kaufen kann. Reduziert. Auch wenn das jetzt nicht die Snacks sind, die ich präferieren würde hier mit Schinken und Alkohol. Aber naja, vielleicht gibt es ja auch ein besseres Set für mich. Aber ich glaube, hier sind wir ein bisschen besser dran. Dieser Eistee, der ist wirklich der geilste. Dass es den nicht in Österreich oder Deutschland gibt, schade. 8 Liter Baby. 90 Cent, das ist eigentlich ganz gut für 8 Liter Wasser. Aber reicht bei mir uns halt auch nur einen Tag. Weil der junge Mann hier, der trinkt auf jeden Fall ordentlich, vor allem bei der Hitze. Wichtigste des gesamten Einkaufs, 80 Stück Feuchtpapier. Okay, damit kommen wir auf jeden Fall aus. Was hier noch wirklich absolut crazy ist, sind die Milchpreise. Sojamilch einfach 1,06 Euro, hier sogar 80 Cent. Wir bleiben sogar bei der Bio-Variante. Dann haben wir 1 Euro gezahlt für 36 Gramm Eiweiß. Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Alter, der Einkauf ist doch ein bisschen mehr geworden. Ja, waren jetzt schöne 50 Euro, aber zum Glück muss ich nicht weit tragen. Kurzer Outfitwechsel, aka Einkauf abgelegt, Sporthose zur Badehose gewechselt, Tanktop gewechselt. Und jetzt sind wir ready für den Beach. Allerdings zuerst zeige ich euch wirklich das geilste Eis, was ich jemals gegessen habe. Eigentlich gab es einen anderen Laden, wo Camilla nicht immer Krebs und Eis gegessen haben. Aber wenn man nur veganes Eis haben will, ist das wirklich der Place to be. Hier war ich in den letzten Tagen ungefähr jeden Tag. Es gibt
einfach alles. Zum Beispiel Cotton Candy, Leche mit Zimt, Kojak, Snickers Eis, Nutella, Naranjo, Chocolate, keine Ahnung, was hier noch alles gibt. Aber hier gibt es noch eine zweite Seite. Also ich schwöre, das Ding. Das muss nach Österreich oder Deutschland, weil es schmeckt sowas von wild. Ja, die Mitarbeiterin kenne ich hier schon gut. Hola. Da hauen wir gleich dick rein. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Einfach nur um Eis zu essen. Vielleicht gönne ich mir heute nur Nata, also einfach Schlagsahne als Eis. Bis jetzt jedes Mal was Neues ausprobiert und heute wieder, es wird Avellana und Krokante. Das hat so geschmeckt wie Haselnuss und das ja kein Vanilleeis mit Mandelsplitter. Prost Mahlzeit. Sowas von geil. Der einzige Nachteil ist, es schmilzt hier extrem schnell. Also ich muss reinhauen. Prost. Ach du Scheiße. Ich bin gerade, glaube ich, sicher 4 Kilometer zu Fuß gelaufen und das alles in diesen Schuhen hier. Weil ich den Weg ein bisschen unterschätzt habe. Also ich dachte mir, kann man easy zu Fuß gehen. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall meine Schritte drin und wir sind am Strand. Ich hau mich jetzt kurz ins Wasser, weil ich ja, muss auf jeden Fall dringend pinkeln und mir ist sehr, sehr heiß. Der Strand ist auch noch extrem voll, obwohl es schon recht spät ist. Ich glaube 8.45 Uhr oder so, also kurz vor 9. In letzter Zeit gehen wir auch immer richtig spät am Abend erst, also nicht spät am Abend, aber so 18, 17 Uhr am Strand, weil es einfach viel angenehmer von der Sonne her ist und davor verbrennt man einfach nur, weil wir keinen Schirm haben. Deswegen ist später Nachmittag optimal, um sich kurz abzukühlen und an der Sonne zu chillen. Also gehen wir rein. So, genug Strand, jetzt habe ich den Bus genommen. Der sogar gratis war, weil es Ersatz für einen Schienenverkehr war. Und fahre jetzt eine Station noch mit der U-Bahn. Also heute komplett urban unterwegs, U-Bahn zu Fuß. Aber wie doch, es ist schon dunkel draußen. Also ich glaube, Camilla wartet definitiv schon auf mich. Und es wird Zeit, nochmal eine dicke Mahlzeit reinzuballern. Und natürlich auch mein Kreatin darf ich nicht vergessen, sonst falle ich hier gleich vom Fleisch. Das wollen wir nicht. Also rein in die U-Bahn. Hallo. Was soll denn das? Gut. Nächster Versuch. Jawohl. Hinter. So, jetzt erstmal schauen, wo ich hin muss. Wenn das jetzt das Falsche war, dann zucke ich hier aus. Scheiße. Aber ich bin falsch. Ich glaube, ich bin falsch, Leute. Ei, ei, ei. Okay, ich wurde jetzt ein bisschen angeleitet. Mal schauen, ob ich gleich zu meinem Ziel komme. Ansonsten bin ich ein bisschen im Arsch. Das hat man davon, wenn man einmal sein Handy mitnimmt und auf seine Instinkte vertrauen will. Soll ich wohl nicht mehr machen. Aber soll, es war ein gutes Abenteuer. Send was los heute am Samstagabend. So, jetzt kommt gleich die Wahrheit raus, ob ich es geschafft habe oder nicht, wenn ich hier beim Ausgang rausgehe. Ach du Scheiße. Ich sage euch, das nächste Mal wird auf jeden Fall wieder ein Taxi kommen. Oder einfach das Handy mit dabei. Dann wird das auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Ich war jetzt gute 3 Stunden unterwegs. Hat alles deutlich länger ausgedacht. Aber was soll's. Auf eine Sache habe ich mir den ganzen Tag gefreut. Auf der tägliche Portion strong. Jetzt am Abend mein Kreatin, mein Ashwagandha, danach schlafe ich wie ein Baby. Ashwagandha reduziert Stress, erhöht die Performance und kann sogar auch Testosteron steigern. Deshalb bin ich auch so gut wie nie gestresst. Tja, habe ich halt ein bisschen verkackt, aber was soll's, ich kann nichts machen. Deshalb alles easy und jetzt schlafe ich hoffentlich auch easy mit Code Paul. Jetzt wäre mal den besten Deal. Mindestens 10% sparen. Strong kostet sowieso nur 1 Euro pro Portion. Bisschen sogar knapp drunter. Also ist ein sehr, sehr geiles Supplement, was euch weiterhilft und auch viele Mangelnährstoffe deckt. Deswegen deckt euch ein, gönnt euch. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, aber nicht vergessen. Ich hoffe, das Video gefallen. Ich hatte auf jeden Fall einen geilen Tag und ich hoffe, eure Tage hier im Sommer verlaufen auch sehr gut. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.